bauen die Fernseher absichtlich so, dass sie schnell kaputt gehen. Also ich muss nicht unbedingt Fernsehen. Heute ist der Fernseher nun Gott sei Dank kaputt. Ja. Es sieht aber so aus, als ob du hinkommst. Nein. Guck einfach nur ganz generell in diese Richtung da. Aber du guckst da immer hin. Ich? Wie kommst du denn darauf? Das sieht so aus. Das kann gar nicht so aussehen. Ich gucke nämlich vorbei. Ich gucke absichtlich vorbei. Und wenn du dich nur ein kleines bisschen mehr für mich interessieren würdest, hättest du bemerken können, dass ich absichtlich vorbei gucke. Aber du interessierst dich ja überhaupt nicht für mich. Anschließend laden wir Sie mit Spiel und Spaß zu Wetten, dass mit Guido ein.
habe, ist im Kopf.
Also ich könnte natürlich sagen, na, zuerst einmal, dann mache ich mir Schlitz ins kleine Penis von der Mama. Lehrer verkleidet in Frauenkleidung hier auf die Bühne zu kommen.
Geld hier vor unseren Augen zu verlieren, reicht das nicht. Ja! Das ist dein Applaus, komm her!
Video. Ich glaube, wenn ich die Wette verlieren werde, dann gehe ich nach Bonn für einen Tag und werde dem Parlament in der Mittagspause Kohlsuppe servieren. Thank you.
Und darum möchte ich euch zum Singen animieren. Ja! Bye.
wenn man Feinde. Ja. Sie erpresst, weil sie verheiratet sind. Glauben Sie nicht, ich sehe sie doch an.
unangenehme Nacht zu sehen. Wieder hoch. Der Mann hat so ein Verhältnis mit einer anderen Frau. Wer? Frau Schönfeld. Schönfeld? Jawohl. Nie gehört. Nicht. Nein. Und diese Frau Schönfeld war natürlich, wie man es heutzutage so ist, verheiratet. Jawohl, Grund genug für ihren ehrenwerten Gatten, Herrn Hungel, diese Frau dort zu erpressen. Erpressen. Jawohl. Und somit hatte sie ein Motiv, ihren Ehemann umzubringen. Und das Motiv ist Rache. Aber Gott weiß, in meiner genialen Art Zusammenhänge zu erkennen. Muss sie sofort verfolgen? Nicht? Nein. Ah. Sie ist dafür. Sie ist aufgedreht. Aufgedreht, jawohl. Aber wer war es denn dann? Frau Hummel, ich habe noch eine unangenehme Nachricht. Noch eine Nachricht? Jawohl. Ihr Mann. Mein Mann. Also noch ein Verhältnis mit einer anderen Frau. Noch ein Verhältnis. Mit Frau Dr. Reuter. Dr. Reuter? Jawohl. Nie gehört. Nicht. Nein. Und diese Frau? Diese Frau Dr. Reuter stand auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Jawohl. Und zudem war sie natürlich auch verheiratet. Grund genug einmal mehr für ihren Ehemann, auch diese Frau zu erpressen. Jawohl. Und so hat natürlich auch sie ein Motiv, ihren Ehemann umzubringen. Und das Motiv ist Rache. Aber wieder einmal was mit Mittel, Zusammenhänge zu durchschauen und sofort zu wissen. Auch diese Frau kann es nicht gewesen sein. Nicht? Nein. Diese Frau ist bei Gott viel zu cool. Ist selbst gar nicht nötig, ihren Ehemann umzubringen. Nämlich der Gärtner!
weiß eigentlich gar nicht so recht, was ich eigentlich sagen soll, als zu dem Gelinder abzudringen. Nee, das klappt nicht. Das muss gebildeter sein. Liebe Mami, lieber Papi, liebe Familienangehörige, lasst mich die Gelegenheit ergreifen, angesichts meines Erlangens der Hochschulreife, einige Worte an euch zu richten. Bildung und Lernen, das ist für mich zunächst an erster Stelle nicht nur die Vermittlung von reinen fachbezogenen Wissen, sondern vielmehr die Schaffung von guten Dispositionen zur orientierten Ich-Stärke und Selbsterkenntnis. Wow. Das ist der Sinn, das große Ziel jedes Lernens, nicht das Wissen, sondern das Handeln. Und das sagte schon seinerzeit Rupert Play und dieser Professor. Das ist doch alles so toller Quatsch, was du da sagst. Aber wenn du schon so mit mir dahergehen willst, dann versuch's doch mal mit Büch. Da stehe ich nur nicht aber vor und gehe so lieber als Büch. Die Niederlassung, die Nachschrift hat mir
mir zu verlangen.